Oh mein Gott, Bowser greift Capitabora an und alle geraten in Lebensgefahr. Wenn Mario und Luigi erwischt werden, ist alles vorbei. Mondatlantik erreicht. Die vierte Welt in Mario Luigi Brothership. Wir haben schwere Kämpfe vor uns. Aber dank euch haben wir eine echte Chance, Mario Luigi. Wie schon auf Flamaika und Schlitterriffa. Wir werden dafür sorgen, dass alle in Connectania bald wieder lächeln. Und um das zu schaffen, dürfen wir nicht zulassen, dass Steckdorf Erfolg hat. Bestimmt gibt auch Peretta gerade irgendwo ihr Bestes. Und als Botanikerin muss ich das auch. Marius und Luigi, die Bartstoppelbrüder. Wenn ich weitermachen will wie geplant, kann ich sie wohl nicht mehr ignorieren. Und dann diese Botanikerin. Zudem sind dies nicht die einzigen Störenfriede. Die Lösung ist simpel. Es gilt, alle zu zerstören, die sich mir in den Weg stellen. Restlos. Wow, der Mond Atlantik. Ich bin ja so neugierig. Hm? Was zum... Mario und Luigi haben sich geopfert. Luigi. Bowser, ist der völlig Luigi. Wahnsinnig geworden? Aber coole Sequenz. Hm? Luigi bewegt sich nicht. Er wird doch nicht. Er ist tot. Das Spiel heißt nur noch Mario Brothership. Oder? Doch, schläft wie ein sattes Ferkel. Oh, okay. Aufwachen! Grüner wirst du nicht! Wie lange willst du hier noch liegen, Das war also Bowser? Seine Panzerigkeit und Ranzigkeit höchstpersönlich? Denn es sah aus, als würden Bowsers Schergen gegen die von Steckdoof kämpfen? Eigentlich tipptopp, oder? Sollen sie sich doch gegenseitig zerstören? Wie es wohl den anderen auf Capitabora geht? Ich hoffe mal, alle sind heil davongekommen. Ja, stimmt. Darüber können wir uns jetzt nicht die Schwarte zerbrechen. Wir müssen zum Leuchtturm. Bro, wo sind wir überhaupt?
Wir sind einfach irgendwo gestrandet. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber es ist eine neue Insel, definitiv. Jo, aber die Szene gerade fand ich schon wirklich sehr, sehr strong. Das war eine der besten überhaupt. Also nicht nur in Mario & Luigi, sondern ich würde sogar so weit gehen, eine der besten überhaupt im Nintendo-Universum. Doch, doch. Also ich bin kein großer Fan von dem Spiel, das glaube ich ist mittlerweile klar, aber es hat auch Stärken, die sind dafür auch richtig, richtig gut. Apropos gut, hast du tolle neue Ausrüstung für mich? Kann ich brauchen. Promi-Stiefel. Ja, dann würde Luigis Geschwindigkeit sinken, aber ich würde es trotzdem machen. Promi-Hammer allerdings auch. Ist halt die Frage, was machen wir jetzt, ne? Ich glaube, beim Hammer können wir die Verteidigung senken, wenn ich mich richtig entsinne. Deswegen gehe ich dann doch auf die Stiefel. So. Und es gibt noch eine Promi-Hose. Ja, ich fürchte, ich muss die jetzt auch kaufen. Es tut mir leid, Luigi. Du musst ein bisschen was von deinem Bart abschnibbeln. Aber, guck mal, ich habe ja sogar noch eine Bartbohne. Dann können wir das Ergebnis zumindest ein klein wenig korrigieren. Oh, ich habe sogar drei. Ach stimmt, weil ich Idiot ja vergessen habe, die zu benutzen. Oder wurde das nicht gespeichert beim letzten Mal? Ich glaube, wir haben die schon vergeben, ne? Aber ich muss sagen, ich habe jetzt den letzten Part nicht abspeichern können. Ja, ich glaube, die haben wir schon mal vergeben, ne? Das ist natürlich doof. Kann also sein, dass es anders ist als im letzten Part. Ja, egal, komm. Aber bei all den Sequenzen und nachdem der letzte Part ja auch schon wieder so lang war, hatte sich tatsächlich keine Möglichkeit ergeben zu speichern. Und es war schon 4 Uhr nachts. Man möge es mir nachsehen, okay? Hilfe! Jemand muss mir helfen! Ist da jemand? Bitte, ich brauche Hilfe. Ich habe gespielt und ein Stein ist runtergefallen und ich komme nicht mehr raus und habe Angst. Wie kannst du überhaupt noch leben? Ach, okay, er hat sich da in der Ecke versteckt. Ja, Glück gehabt, Kleiner. Danke, ich heiße Fren. Wir kennen uns gar nicht, oder? Seid ihr schon lange auf Schaltum? Euch hat es hier einfach so angeschwemmt? Das klingt echt gefährlich. Aber gut, dass ihr da seid. Ich fühle mich gleich viel sicher. Mario und Luigi! Hä? Also manche Fans sind wirklich seltsam. No front, aber manchmal denke ich mir schon so, hä? What's going on here? Oh, wow. Was ist denn das bitte für eine Burg? Und da hinten ist der Leuchtturm. Let's go. Oh, yeah. Ich fürchte, die Burg wurde schon von jemandem eingenommen. Jemand, den wir kennen. Allerdings kein Freund. Das ist ärgerlich. Ach, ich kann nicht auf diese Fontänen draufspringen. Okay, schade. Hm. Seltsam. Weil anders komme ich da ja nicht rauf. Was ist los, Digga? Was haben die alle für Probleme? Oder hat Bowser ihnen etwa etwas Schlimmes über uns erzählt? Fangt diese Witzfiguren und ich gebe euch unendlich viele Münzen. Oh, ich glaube, ich verstehe. Uiuiui, ui, ui. Der muss ja Kohle haben und diese Typen richtig hassen. König Bowser ist ja so großzügig und ernsthaft nachtragend. Das ist was Gutes? So viele Münzen? Boah, das ist ein Haufen Geld. Was sind denn das für Typen? Lasst mich mal schauen. Irgendwelche Manipulierten. Was sind denn diese Poster bitte? Die sind ja übelst geil. Diese Nervensägen sind Mario und Luigi.
98 Millionen 30 Münzen. Für den, der sie schnappt, hängt diese Plakate überall auf. Findet sie um jeden Preis. Wow. Warum so ein krummer Betrag? Angeblich eine Münze pro Scherge, den sie vermöbelt haben. Mein lieber Herr Gesangsverein. Kumpels. Kumpels. Wir müssen hier weg. Los, los, los. Schnell. Ach ja, das wollte ich noch fragen. Warum sehe ich eure Visagen auf Fahndungsplakaten? Wir können es erklären. Es ist so, Ja, hallo. Kann ich ein Foto haben? Ja, hättest auch gleich fragen können. Tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Ich hatte nur Angst, weil ihr auf den Plakaten seid. Bowsers Leute sagen alle, dass ihr böse seid. Ach so. Und denen, die böse aussehen, glaubt ihr das, ja? Mhm. Das stimmt. Böse Leute hätten mich nicht gerettet. Davon ganz abgesehen, ja. Ihr bindet Inseln an? Damit das Land irgendwann wieder zusammenwächst? Das könnt ihr? Sind Magier. Wow. Seht mal hier. Ein Geheimgang, oder wie? Lol. Durch dieses Loch kommt ihr zum Leuchtturm. Alle suchen nach euch, also seid vorsichtig. Oh yeah. Ist ja crazy. Das sieht so geil aus. Aber jetzt wollt ihr mir nicht sagen, dass ich mich durch die Burg durchstelfen muss, oder? Darf ich mich bitte wehren gegen diesen Tower, der mich leider abgeschossen hat? So schnell bin ich noch nicht mal mit meinem Brüderball. Jo, was ist das bitte für ein Ding? Okay. Einfach auszuweichen, vor allem wenn man mit beiden springt. Und der Tower ist alleine, also würde ich mal sagen, hauen wir unseren Roden-Panzer raus. Sieht aber cool aus, das Ding. Befürchte nur, es ist extrem tanky. Und vielleicht, wenn ich Pech habe, muss man erstmal alle Ebenen wegschlagen. Nee, 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 okay. Man kann den Kopf treffen, weil das war jetzt so eine Befürchtung meinerseits. Aber scheint alles okay zu sein. Warte mal, haben wir überhaupt sinnvolle Stecker aktiv? Nicht ganz, ne? Man könnte die Explodierer mal rausnehmen. Einen Kugelhagel stattdessen rein. Und ich weiß nicht, ob der Stachler wirkt, aber... Maybe. Probieren wir's. Doch, er müsste wirken. Er hat doch einen Stachel auf dem Kopf. Bam! Reicht auf jeden Fall für einen Kill. Sehr gut! Ja, nee, ich mag diese Burg. Die hat so einen antiken Touch irgendwie. Das hat auf jeden Fall was. Wenn jetzt noch das Gameplay hier gut ist, du, dann haben wir endlich mal wieder eine Insel, die mir gefällt. Also so richtig. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Dann nochmal nach unten rumluchern. Da gibt es ein bisschen Geld. Ja, also die Ausrüstungsgegenstände werden ja auch nicht günstiger. Dementsprechend sollte man schon jetzt vorsorgen. Blöd nur, dass ich nicht in irgendwas investieren kann, um das Geld zu vermehren. Aber man könnte ja zumindest Fische angeln, ne? Das wurde uns ja angepriesen als gute Möglichkeit, Geld zu bekommen. Jo, wie unlogisch. Ich kann die Kisten mit dem Brüderball nicht kaputt rammen, nur mit dem Hammer. Why? Na, sowas. Mario und Luigi. Ja. 98 Millionen 30 Münzen. Hey, sie sind hier. Scheiß Verräter. Blöder Hater. Der hat bestimmt einen Dislike dagelassen. Leute, ihr müsst das ausgleichen, bitte, okay? Lasst einen Daumen hoch. Oh Gott, was kommt jetzt, bitte?
glaube, ich weiß, warum die Insel Schaltum heißt. Und ihr wisst, dass ich bei diesen Rätseln wieder stuck bin. Hier vielleicht noch nicht, weil es die einfache Version ist, aber später gibt es mit Sicherheit noch schwierigere Hardcore-Versionen davon. Komm hier ohne Luigi nicht hoch, ne? Okay. Dann macht's eigentlich nur so Sinn. Gut, es dreht ja nur das da, genau. Ja. Nach oben. Aber jetzt weiß ich nicht, ob so oder noch einmal mehr Schlangen. Na egal, das können wir ja auch jederzeit korrigieren. Nur bei Mario müssen wir sicher sein. Luigi lässt sich jederzeit ändern. Wir haben zumindest schon mal die beiden Hauptschalter erwischt, aber das war jetzt ja auch nicht das Thema hier. Dass das nicht ganz so schwer wird, das dachte ich mir. Ja, ich glaube aber, wir haben es richtig gemacht. Ach, Moment. Ich muss ja auch sicherstellen, dass Luigi durchkommt. Luigi! Ja? Jetzt eigentlich nur noch einmal mit Mario schlagen und beide kommen durch. Puh, okay. Oh, ohne Fehler. Aber ja, wie gesagt, das war noch die einfache Version. Hey, ja, Bruderhose haben wir aber schon mal gehabt, ne? Bruderhose Plus ist, denke ich, nicht neu. Oder doch? Erlaubt zu Schaden werden 2 BP wiederhergestellt. Warte mal, das wollte ich jetzt eigentlich mit ihm hier vergleichen. Aber ich glaube, es spielt keine Rolle, weil die haben ja beide jetzt die Promi-Hose gehabt. Was wiederum bedeutet, ich habe die zweite Promi-Hose umsonst gekauft. Yay! Ich hasse sowas. Boah, die Lichter waren gerade echt schwer zu sehen. Ich hoffe, ich habe keine verpasst. Weil gerade am Anfang wurden einige gespammt, ne? By the way, wir haben übelst viele Lichter. Ich sollte mal wieder was Neues produzieren. Und kurz Lu ran. Ja gut, die konnte ich nicht holen, ne? Die waren ja auf dieser komischen Fontäne. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier später nochmal zurück. Also auch ohne Backtracking mäßig. Gucken wir mal. Effektstecker bauen. Da sollten jetzt wieder neue... Ah ne, muss noch einbauen, um das freizuschalten. Maxomatic. Effizienteste Item. Ne, ich hole mir mal einen neuen Kugelhagler. Ne, mehr Schaden, immer nice. Und jetzt mal sehen, was wurde Neues produziert. Von unseren Innovationskünstlern. Nachschlager. Statt einem Item werden gleich 2 auf einmal eingesetzt, wenn es dein Inventar zulässt. Boah, das ist vor allem krass, wenn du das mit diesem Stat-Random-Erhöher kombinierst. Auffüll-Countdown. Ladungszahl sinkt am Ende jedes Zugs. Erreicht der Wert 0, werden 100% deiner maximalen KP und BP wiederhergestellt. What? Effektstecker 50% wieder aufgeladen. Bewahrt auf Kosten der eigenen Ladungszahl andere eingeschleppte Stecker davor, bei Aktivierung ihre Ladung zu verlieren. Wild! Das nehmen wir uns. Und das nehmen wir uns auch. Aber heftig, wie viele Stecker es gibt im Spiel. Die Liste scheint noch um einiges weiter zu gehen. Noch lang kein Ende in Sicht. Ich glaube, hier können wir einen Shortcut aktivieren, oder? Gumbas! Und ich glaube, hier ist noch was viel Schlimmeres als Gumbas. Ich wusste es. Hallihallo, ich bin der Rühmopi von Schaltum. Das war ein 1A-Rausriss. Wusstet ihr, dass hier in der Nähe ein richtig guter Junge wohnt? Manchmal ist er so lieb und kommt vorbei, um mich, den alten Rühmopi, zu gießen. Sein Name ist, mal kurz überlegen, Friedrich, nein, das war's nicht. Frederico, Fettuccine.
Oh, gleich habe ich's. Ihr werdet schon sehen. Fred Chinese Chimino. Oder einfach nur Fred. Ach, jedenfalls hat er immer erzählt, dass er keine Freunde findet. Habe ihm zigmal gesagt, dass ich sein Freund bin, aber das hat er da oben wohl nicht gehört. Falls ihr ihn trefft, rechnet ihm doch bitte eine Sache vom ollen Rüben-Opi aus. Freunde sind rar gesät. Außerdem habe ich gelernt, dass es gar nicht Not tut, ständig zusammen abzuhängen. Auch wenn man Freunde erst nach langer Zeit wieder sieht, ist alles wieder wie zuvor. Das unterscheidet Freunde von Bekannten. Als Freunde lädt man sich niemals auseinander. Na, schon genug von meinem Geschwafel? Diesmal ausnahmsweise nicht, weil ich fühle deinen Real Talk. Ich stimme dir auch zu. Ihr könnt gleich gehen, aber eine Sache noch. Wahre Freunde sind wie der Zucker, der im Saft einer alten Rübe steckt. Was ich damit sagen will, wenn der Druck am größten ist, dann merkst du erst, was du an einer guten Freundschaft hast. Der Spruch war gut? Rüben-Opi weiß Bescheid. Wow, ich bin beeindruckt. Das erste Mal fühle ich nicht so, dass meine Zeit verschwendet wurde, sondern, also das war wirklich guter Real Talk. Und da schreibe ich so. Und der kriegt mich jetzt doch noch. Oder ich sie. Ich meine, es sind nur Goombas, aber machen die den gleichen Scheiß wie beim letzten Mal und holen immer mehr? Oh nee, was ist das denn hier für eine Aktion? Interessanter Angriff. Aber das ging wohl schief für euch. So, wir werden wechseln auf zweimal Explodierer. Und der Rest passt eigentlich so, würde ich sagen. Oder nehmen wir noch den Entzünder statt dem Schwindler mit rein. Let's go. Hammerschlag auf den hinteren. Zack, Baum. Extreme Explodierer. Setzt du zwei Explodierer zusammen ein, schaltet die Schockwelle allen Gegnern. Nein, echt? Wow, hätte ich ja niemals gedacht, Digi. Danke für die wertvolle Info. Aber ja, die Goombas sind wie erwartet. Nix. Geben aber trotzdem sehr viele Erfahrungspunkte. Verstehe ich nicht ganz. Aber gut, okay. Lass das. Hier drüben, da sind Mario und Luigi. Wollt ihr auch ein Foto? Mario und Luigi, endlich haben wir sie. Gebt auf, es gibt kein Entkommen. Mhm. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Was willst du? Ah, ja, okay, der Move ist nicht... Ja, der Move ist nicht schlecht, muss ich zugeben. Das muss ich tatsächlich zugeben. Oh, das ist ja süß. Aber ich würde sagen, ihr bekommt die volle Dröhnung. Warte mal. Da ich aber zu unfähig bin, brauche ich wieder den... Ihr ahnt es schon... Oder ist er leer? Er ist leer. Scheiße. Ich wollte jetzt die Bomben schmeißen, aber da bleiben wir lieber bei Eierschlag. Es gibt ja zumindest auch eine ordentliche Explosion bzw. Schockwelle. Das muss dann in dem Fall wohl reichen. Ne? Ja, zwei Kills. Passt. Luigi könnte es ja mit dem Donner-Dynamo schaffen. Let's go. Zeigen wir es ihnen. Gut. Ja, ich glaube, das passt. Obwohl, wir haben ja sehr viel weniger Bart jetzt. Ja, aber waren einige tolle Treffer dabei. Schön. Hier drüben. Lass sie nicht entwischen. Ihr solltet euch wohl besser beeilen. Nö, du, ich habe keine Angst. Und da hinten ist noch ein unsichtbarer Block, habe ich gesehen. Mit einem Super Pilz. Und noch mehr Lichter. Gefühlt ist das Level mit den meisten Lichtern. Warum auch immer. Aber schmeckt. Ich glaube, hier können wir diese Brücke runterlassen, oder?
Sind das nicht die auf den Verhandlungsplakaten? Oh. Wir sind Mario und Luigi. Wir sind nur hier, um die kaputten Mauern wieder zu errichten. Mit ganz hochwertigen Steinen, die mein Opa ausgegraben hat, als er noch gelebt hat. Joa. Stört uns bitte nicht bei der Arbeit. Ah, Hilfe, Hilfe. Nein. Aha, Ultranuss, Leckerschmecker. Und ein Kampf. Plus eine Silbermedaille. Ey, aber stehen wir nicht kurz vor dem nächsten Rang? Wait, sind die Dinger größer geworden? Oh je. Okay. Mario nochmal Eierlauf. Weil wir haben ja gesehen, dass Yoshi die Stacheln nicht jucken. Was ich halt weird finde, aber okay. Und mit Luigi, denke ich, greifen wir dann normal an und nutzen unsere Effektstecker. Hab ich... Ich glaube, ich habe mich richtig getroffen, oder? Oh Mann, was ist das jetzt? Chillig. Okay, Luigi. Aber ich mache noch den zweiten Stachler mit rein. Statt Feuer. Und hoffe, dass das dann so reicht, um beide zu killen. Aber, naja, gut, vorbei. Nee, wird nix. Wahrscheinlich, weil sie mehr Ebenen haben, haben sie auch mehr KP. Oder machen wir deutlich weniger Schaden, als ich dachte. Koloss-Kugelhagler. Setzt du zwei Kugelhagler-Effektstecker zusammen ein, wird die Kugel größer und der zugefügte Schaden erhöht sich. Joa. Wie ich mir schon dachte. Ich merke auch gerade, vielleicht wäre es besser, wenn ich diesen Verteidigungssenker-Hammer Mario gebe. Damit wir dann mit Luigi die immer den Dynamo machen können. Und der wiederum dann die ganzen Gegner weghaut. Aber den Dynamo werde ich, glaube ich, so oder so jetzt brauchen. Um beide loszuwerden. Na? Obwohl? Da hat der eine Stachler gereicht. Warum kommt da immer dieser komische Soundeffekt von wegen irgendwas ist falsch gelaufen? Ach so, wenn alle Farben gleich sind, dann macht er diese Kugelattacke, oder? Die vorhin kam. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wie es läuft, aber... Ja, ist ganz nett. Interessanter Gegner. Der allerdings ein bisschen zu lange durchhält. Ist ja Wahnsinn, du musst ja hier fast schon ein paar Attacken spammen. Naja gut, immerhin... Mittlerweile sollte der Exzellent-Garantierer wieder funktionieren. Und ich glaube, wir sind kurz vorm nächsten Rang-Upgrade. Das ist natürlich auch supi. Boah, jetzt bin ich fast in diesen Goomba reingelaufen, Mensch. So, es ist soweit. Level 28. Oh, ich habe mich vertan. Erst auf 29 kommt der nächste Rang. Okay. Dann müssen wir uns noch etwas gedulden. Aber es ist wirklich cool designt, diese Burg. Mag's hier. Das sah jetzt allerdings auch nicht so groß aus. Dieses Areal. Also, ich meine, wir kommen auch noch nicht überall hin, ne? Ja, schau mal, ich hab recht, da ist der Leuchtturm. Oh, hey. Juhu, jetzt könnt ihr nach Hause. Danke für die Hilfe, Kleiner. Kommt da echt nichts mehr? Aha. Hey, Fren! Warte, war das eine Falle? Hey, du, was sollte das denn? Warum hast du ihnen geholfen, eh? Das sind die zwei Pappnasen, die Papa immer in die Quere kommen. Naja, die schienen nett zu sein. Sie haben mich gerettet. Nein, das kann nicht sein. Mario und Luigi sind voll doof und tragen komische Sachen. Gar keine teuren Markenklamotten.
und Müffeln. Auch egal. Aber wenn du noch einmal Mario hilfst, rede ich kein Wort mehr mit dir, okay? Na gut, das kann ich verstehen. Worauf wartest du noch, hä? Los! Awesome. Junge Herr. Ist das Bowsers Sohn? Das wird Spaß machen. Lasst uns eine Strategiesitzung abhalten. Mario. Hey, hey. Da ist ja Capitabura. Na, sowas. Sehr gut. Da waren wir wohl gar nicht so weit weg. Ja, Wahnsinn. Tatsächlich mal ein Part mit normaler Länge. Das geht doch so nicht. Ich denke, wir machen noch weiter. Schaltung angebunden. Mario, Luigi, ein Glück, dass es euch gut geht. Ja, euch auch, ne? Ich meine, ihr hättet doch zerbombt werden können. Die Schäden sind trotzdem immens. Der Connectorborn und unsere Freunde hier auf Capitabura sind auch unversehrt. Ein Wunder. Da wäre nur eine Sache. Durch die Explosion wurden Stecker aus ihren Buchsen gerissen. Twisterland und Hitzefrei sich treiben jetzt wieder steuerlos übers Meer. Was? Twisterland und Hitzefrei, sie sollten sich irgendwo in dieser Meeresregion befinden. Wenn sie jemand erneut anbinden kann, dann ihr. Mario, Luigi! Team Wirk hat Twisterland und Hitzefrei sich ausfindig gemacht. Aber einer von Steckdorfs Handlangern lungert auf Twisterland rum und verbreitet das Omen. Vielleicht ist deshalb auch der Twisterbaum eingegangen. Im Ernst? Los, schwingen wir die Hufe! Wartet! Twisterland ist nicht der einzige Ort, an dem es gerade Ärger gibt. Auch Hitzefrei ist in Not. Dank Brandrett und Frian hatten die beiden Dörfer dort endlich Frieden gefunden. Aber jetzt sind Bowsers Schergen aufgetaucht und alles versinkt im Chaos. Auf Hitzefrei gibt's wieder Ärger? Es ist egal, welche Insel ihr zuerst besucht. Wählt einfach eine aus und beeilt euch. Rettet sie alle, Mario und Luigi! Erbärmlich. Ihre lächerlichen Bemühungen werden zu nichts führen. Lass den Pöbel auf den abgetrennten Inseln die fürchterliche Macht des Omens spüren. Abmarsch, Ausfahrt, Brigade. Ausfahrt gerne. Aber welche Ausfahrt sollen wir denn nehmen, hä? Manchmal mache ich mir wirklich Sorgen um den Meister. Oh, meintet ihr vielleicht Abmarsch, Ausfallbrigade? Das war nämlich unser Name. Namen sind bedeutungslos und nun geht endlich ihr Vollopfer. Dieses Gespräch ist vorüber, kapiert? Meister Steckdorf, ich bringe euch wichtige Neuigkeit. Schau meinen Arsch an und geh wieder an die Arbeit. Bowser hat einen Sohn, der ihm alles bedeutet. Einen Sohn? Bowser Junior, richtig? Das könnten wir ausnutzen, so. Von mir aus
Dieser Bowser, wie ein Wackelkontakt, der einfach keine Ruhe gibt. Und kümmert euch auch gleich um Marco und Luisa, wenn ihr schon dabei seid. Mit Marco und Luisa meint er bestimmt diese beiden Kerle? Ja, diese Typen in Rot und Grün, die uns ständig in die Quere kommen. Das ist mein großer Auftritt, nichts hier los. Du hast schon versagt, du Idiot. Kurz zuvor. Was? Alle Inseln, die Mario im Schlepptau hatte, haben wieder die Biege gemacht? Wenn ihr mit alle exakt zwei meint, dann ja. Jetzt kriege ich schon Lust, da aufzukreuzen und Mario und Luigi doof aussehen zu lassen. Stellt euch mal die Gesichter vor, wenn die beiden die Sache verpfuschen. Und wo ich schon dabei bin, könnte ich auch gleich die Welt erobern. So auf entspannt. Da sind Steckdorfs Truppen aber schon dran. Sag das doch gleich, verdammte Kacke! Und jetzt schwör endlich ab, Mann! Ich hab hier eine kleine Invasion vorzubereiten. Alter, gleich zwei fiese Bosse auf einmal ist ein bisschen zu viel, aber gut. Wir kriegen das sicherlich hin. By the way, hier hinten kann man ja tatsächlich noch mit dem UFO rüber. Und hier gibt's was Besonderes, habt ihr gesagt. Einen goldenen Rüben-OP. Ich bin der rüblichste aller Rüben-OPs, deshalb heißt man mich den Gold-Rüben-OP. Ein Schnauzer macht noch keine kluge Rübe, aber ihr habt mich trotzdem ausfindig gemacht. Man kann sich schwerlich einen besseren Ort als hier wünschen, um in der Erde zu stecken. Nur seltsam, dass mich bei dem eifrigen Treiben dieser Tage noch keiner vor euch entdeckt hat. Darum, danke fürs Kommen. Da wir dies nun geklärt hätten, lasst mich zum Wichtigsten hier und heute rübergehen. Einschließlich mir sollten 18 Rüben-OPs in dieser Welt versteckt sein. Also, wie viele Rüben-OPs habt ihr bereits gefunden? Verstehe, schon 8 von uns. Wer 3 Rüben-OPs findet, wird von mir reichlich belohnt. Ihr habt 3 schon gefunden? Nicht übel, ich wusste doch, dass ihr das Zeug dazu habt. Greift so. Okay, gibt's auch was mit Relevanz, oder? Ja, gucken wir doch mal. Habt ihr schon 5? Okay, ja gut. Ja, nett. Tja, mehr gibt's erst bei 9, also zieht Leine. Soll ich euch sagen, wo die sind? Nee, ich suche erstmal alleine. Wie rüblich. Rüben-Opi weiß Bescheid. So, ein neuer Auftrag von Baugustin. Die Vollrisiko-Handschuhe kann er herstellen, wenn wir ihm diese Dinge hier bringen. Ich musste nur noch die 2 Fische angeln. Habe ich jetzt auch Cam gemacht. Und damit sind sie fertig. Gleich gucken wir, was die bringen. Aber vorher möchte ich noch etwas aus seinem regulären Sortiment kaufen. Ich habe da nämlich was Interessantes gefunden. Und zwar... Sammlerbarthandschuhe. Bart steigt mit der Anzahl der Effektstecker in deinem Besitz. Davon würde Luigi wieder profitieren. Und einiges von seinem vorhin abgeschnibbelten Bart zurückbekommen. Scheint auch besser zu sein als die 10% über die Barthandschuhe. Also, warum nicht? Ja, und die eben hergestellten Vollrisikohandschuhe, was bringen die? Angriff und Geschwindigkeit steigen um 30%, aber sobald du Schaden erleidest, wirst du ohnmächtig. Alles klar. Ich habe Twisterland übrigens schon gefunden, das scheint hier zu sein. Aber wir gucken jetzt erstmal, was es noch so alles gibt. Und hier auf der rechten Seite gibt es das Fehlstart-Riff. Und hier links eindeutig ein Wiggler-Riff. Oder auch Raupe mit Blümchen-Riff, lul. Und hier in der Mitte... das Herzschlag-Riff. Driftinsel voraus. Schauen wir uns mal auf ihr um. P
Bequemo wird hoffentlich bequem. Aber ich glaube nicht. Mhm. Das scheint wieder so eine Insel mit Gegnern und Schätzen zu sein. Eins und zwei und ich werde der erste Goomba mit ernsthaften Bauchmuskeln sein. Dafür brauchst du erstmal einen Bauch. Und ich meine keinen Bierbauch. Schwitzen wie ein König, fit sein wie ein Gott. Hey, wer platzt hier so einfach? Oh, Mario. Das passt. Perfektes Timing, damit ich mein Training auch mal anwenden kann. Tief im Innern der Insel gibt's einen Schatz, aber nicht für euch. Angriff! Wusste ich so. Gegner und Schätze. Solange nur ihr den Schatz bewacht, mache ich mir keine Sorgen. Denn ihr seid Vollopfer. Und das lasse ich euch auch spüren. Am besten mit einem Feuerwerk. Exzellenzbelohner ist schon da. Dann lass uns noch die anderen Spielereien mit reinnehmen. Ah. Wie habe ich es genannt? Exzellentomatik meine ich. Ach egal, ihr wisst, was ich meine. Dieses Trio hier, ja? Dieses Trio brauchen wir unbedingt, um das Bestmöglichste aus unseren paar Attacken rauszuholen. Es gibt auch einen neuen Baugustin-Auftrag, da kann man die, glaube ich, auch nochmal verstärken. Allerdings braucht man da Sachen, an die wir jetzt noch nicht rankommen. Unter anderem etwas von Hitzefreisig. Und die Insel ist ja leider abhanden gekommen, ne? So, ich nehme mal ganz kurz die Exzellentomatik raus. Und gehe auf den grünen Panzer. Das sollte reichen, aber dafür brauchen wir ja keine Exzellentgarantie. Das kriege ich nämlich auch selber hin. Hoffe ich zumindest. Wenn nein, dann habe ich den Schatz auch nicht verdient. Sag bloß, der lebt noch. Bitte, was? Oh, bitte, oh, hol jetzt aber keine... Nein, nein, hol keine neuen. Hol keine neuen. Okay. Er ist ja gar nicht so dumm, wie er aussieht. Er flüchtet. Das einzig Richtige. Ja, GG. Da oben ist er jetzt. Und denkt, er ist da sicher. Na, das glaube ich aber weniger. Komm mal her, Freundchen. Oh. Direkt die nächste Falle. Aha, Mario und Luigi. Wir haben uns richtig reingehängt beim Training. Sturmangriff. Oh nein. Ja gut, aber solange die keine Verstärkung holen, ist es ja halb so wild. Weil das war das Einzige, was mich so hart getriggert hat. Als wir zum ersten Mal gegen die gekämpft haben. Ich habe eigentlich losgelassen, aber leider zu spät. Offenbar. Oh, Luigi, nice Kombi. Machst es mal wieder besser als dein Bruder. Oha, die kommt zurück. Soll mir aber recht sein. Mario leider immer noch benommen. Das heißt, dass wir zu nichts kommen werden hier. Das ist jetzt schon sehr ärgerlich. Aber okay, holen wir raus, was geht mit dem Hammerschlag hier. Oder nee, wir springen auf den Paracooper. Ich glaube, das ist besser, wenn die nicht mehr fliegen können. Ich habe gerade ernsthaft A gedrückt statt B. Weil ich vergessen habe, dass Mario völlig benommen ist und lost. Endlich wieder wach, ja? Aber man kann nicht mal Schaden machen, wenn man die Panzer trifft. Das ist schon böse. Eierlauf. Ja, also die haben gute Verteidigungswerte. Und mit Marios Benommenheit ist natürlich auch wirklich alles schiefgelaufen. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das wieder ausgleichen. Ich glaube, mit ein paar Attacken ist es gar nicht mal so der beste Weg. Ja, sowas wie Doppelexplodierer und so Geschichten. Ja, komm. Das machen wir jetzt auch. Explodierer. Der andere steckt schon. Dann noch der Kugelhagler. Und Schwindler.
So, mehr können wir jetzt da wirklich nicht rausholen, oder? Bitteschön. Abfahrt. Sehr gut. Wunderbar. Kann man nicht meckern, aber gereicht hat's nicht. Hä? Was? Was? Lol. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich die jetzt bewusst kontern kann und das sogar mehrfach. Also quasi eine Panzerattacke for free, oder was? Gut, weiß ich fürs nächste Mal. Boah, der Kampf ist schon ein bisschen schief gelaufen, leider, ne? Aber es sind ja auch viele kleine, dusselige... Nein! Ist schon ein Weilchen her, dass wer so weit gekommen ist. Hier, nehmt diesen Schatz. Ha, wenn ihr uns besiegt. Boah, also ich bin dir ehrlich, du, ich habe jetzt echt Angst, weil von denen wurden wir ja schon mal vermöbelt. Und das sind deutlich mehr als damals. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Auto-Heal. Und den Item auf Mozzer. Und was meine paar Attacken angeht, habe ich leider gerade nur die Exzellent-O-Matic aktiv. Die anderen sind leer. Toll. Ja, dann machen wir noch den Schadensreduzierer rein und versuchen irgendwie hier zu überstehen. Aber das wird krass. Das wird wirklich krass. Ich fand nämlich, dass das die stärksten normalen Gegner bislang waren. Die waren ja nicht ohne Grund quasi ein Boss auf dieser Eisinsel. Aber ich weiß noch ungefähr, was man machen muss. Hammerbruder schmeißt, glaube ich, immer drüber, oder? Ja, sieht so aus. Und Firebro schmeißt relativ schnell. Lol, er hat ihn einfach getötet. Und Icebro schmeißt relativ langsam. Wenn sie springen, dann nichts machen. Aber darf jetzt jeder einzelne von denen auf Ernst angreifen, oder was? Oh mein Gott. Na gut, wenn wir konzentriert bleiben, dann vernichten sie sich tatsächlich gegenseitig. Und wir haben kein Drama. Ja, er ist langsamer, wie gesagt. Wow. Wir wehren einfach alles ab. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Deswegen hätte ich auch nichts sagen sollen. Weil damit jinxt man es halt immer. Oh, Alter, Icebrow ist der schwierigste, finde ich. Aber hey, dadurch wird jetzt zumindest die Pilzomatik getriggert und wir kriegen einen Bonus, und zwar Verteidigung. Gut, 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 gut. Dann bitte einmal Donnerdynamo. Oh nein. Ja, die Exzellentomatik war noch aktiv. Nicht nur verschwendet, sondern auch noch weniger Schaden. Das ist immer das Gleiche. Verdammter Mist. Auch Verteidigung, alright. Also einmal exzellent kann ich noch, aber ich glaube sogar, ich brauch's nicht. Ich nehm's raus. Und stattdessen Sirup-O-Matic, weil wir gehen jetzt auf Yoshis Eierlauf. Weiß nicht, ob das für den Kill reicht, aber es... Es hat so gut angefangen. Es hat so gut angefangen. Oh mein Gott. Mario hat plus Angriff. Ja, aber jetzt sind sie auch so gut wie down, ne? Ja, schaffen wir. Wäre halt schön gewesen, wenn es ohne peinliche Situationen ausgekommen wäre. Aber andererseits habt ihr dann nichts zu lachen und zu beleidigen. Du bist so schlecht, Tetto. Ich schaue jetzt einen anderen Let's Player. Lel. Ach, man kriegt tatsächlich alle vier Geschenke. Tempobohne, Abwehrbohne, Brüderbohne und Kraftbohne. Wow. Und was mit diesem einen Gumba hier? Was ist los?
Keine Sorge, ich greife euch schon nicht an. Ich habe euch beobachtet. Ihr habt's echt drauf. Dann müssen wir wohl härter trainieren. Ja, das stimmt. So, hier haben wir auch noch einen Riff. Und zwar fällt gleich Umriff. Bei den Riffbelohnungen kriegen wir jetzt die Flitzekrone Plus und damit können wir zuerst angreifen, yay. Was ich aber eh nicht nutzen werde, egal. Grüner Panzerexperte wurde geschafft und auch erziele 250 tolle Treffer. Die Bohnen dazu werden wir am besten jetzt sofort verteilen, damit wir im nächsten Part gestärkt in die neue Folge gehen können. Herzbohnen gebe ich diesmal beide Mario, die Brüderbohne geht an Luigi. Kraftbohne in beiden Fällen an Mario, Abwehrbohne bekommt Luigi. Die normale Tempobohne gebe ich mal Luigi, die Tempobohne Plus allerdings Mario und die Bartbohne Plus geht an Luigi. Erinnert ihr euch noch an die Oase in Alasande? Da hatten wir ja schon ein paar Sachen reingeschmissen, allerdings möchte das Wesen noch eine Schnellladungsbrosche, die haben wir ja mittlerweile auch. Wichtig ist, dass sie nicht ausgerüstet ist, sonst könnt ihr sie da nicht reinschmeißen. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum es nicht funktioniert hat, aber einmal einen anderen Ausrüstungsgegenstand ausrüsten hat gewirkt. Allerdings geht es wohl immer noch weiter. Wir brauchen einen Tollfisch, na toll. Okay, hat locker eine halbe Stunde gedauert, bis ich den geangelt habe. No joke, ihr seht es hier mit Mario und dem teuersten Köder. Drei Ausrufezeichen, dann kommt er. Und als Belohnung gibt es Folgendes. Hier, bitteschön, friss. Und ich hoffe, du bist jetzt satt. Oh, keine Belohnung. Es geht immer noch weiter. Digga, was ist denn das bitte für eine lange Quest? Nochmal eine halbe Stunde gewastet. Aber jetzt sollte es soweit sein. 30 Knomberkörner. Ihr könnt die Wahrscheinlichkeit des Spawns nach dem Kill natürlich erhöhen, indem ihr einfach Schatzbrillen bei Baugustin kauft oder diesen Effektstärker benutzt. Trotzdem, es dauert seine Zeit. So, jetzt will ich aber wirklich mal was sehen hier. Oder willst du mich verarschen? 30 dieser Körner hier, bitte sehr. Sehr freundlich, als Dank. Bekommen wir den Knomberwandler? Hä? Bei Exzellent können Gegner eventuell in Knomber verwandelt werden. Okay, das könnte sehr lustig werden, lul. Jedenfalls, Dankeschön auch fürs Zuschauen bei diesem Part und den Support in Form von Daumen hoch. Nächstes Mal geht es weiter. Bis dann.